Hallo und herzlich willkommen hier im Cube-Tone-Studio. Mein Name ist Dennis Westermann. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Also erstmal, heute filme ich mich ganz alleine. Ich hoffe, ich bin richtig scharf. Ich kann es nicht richtig einstellen, weil da steht die Kamera. Hier ist alles ein bisschen, hier ist ein kleiner Kontrollmonitor, aber es fällt mir etwas schwer, das einzustellen. Ja, in der Krise muss man sich zu helfen wissen. Ich kann jetzt leider im Moment keine Gäste empfangen. Daher nutze ich die Zeit und habe heute ein Mix-Breakdown geplant. Und zwar von Punch-Arroganz. Der Song Jakob Fugger, den werde ich heute mal zerlegen für dich. Darum geht es jetzt erstmal auf dem Bildschirm. Genau, so, Jakob Fugger. Das ist ein Song von Punch seiner EP, die vor kurzem rausgekommen ist. Den Beat hat Sam vorproduziert. Ich habe von Sam hier die Spuren bekommen und habe mit Punch zusammen die Vocals hier recorded. Und wir gehen jetzt mal Stück für Stück durch den Song und ich zeige dir mal, was ich gemacht habe. Ich setze mir mal erstmal die Kopfhörer dazu auf. Was haben wir hier? Hier in der Session haben wir hier oben erstmal den Beat. In einzelnen Spuren, wie gesagt, von Sam vorproduziert. Hier unten haben wir dann nach und nach die Vocalspuren. Hier sind ein paar Effektspuren. Effekte, Effekte, Effekte. Noch mehr Effekte. FX, FX, FX. Und hier ist dann Gruppe Verse. Und hier ist dann die Hook. Und wir gehen jetzt mal nach und nach durch. Also als erstes fangen wir mal mit dem Beat an. So, der Beat ist solo. Ich mache mal einmal Play von vorne. Okay, es ist laut wie die Hölle. Hier ist noch so ein Demo-Mastering drauf von mir. Alter, Fluss 14 dB. Ja, es sollte wohl laut sein. Ich mach das mal eben aus. Also, wir haben den Beat gehört. Was ist uns aufgefallen? Erstmal geiler Beat, Sam 4, geilster Produzent. So, was ist dann noch zu sagen? Ich habe, das habe ich auch schon in einem Interview mit Punch gesagt, das verlinke ich mal hier oben. Ich habe den Beat damals gehört und war sofort mega inspiriert und wollte, ich weiß nicht, mehr Tiefe, mehr Atmosphäre schaffen. Wie habe ich das gemacht? Also ich habe erstmal zu dem Beat hier verschiedene Spuren hinzugefügt. Hier zum Beispiel A Gusty Wind, also Geisterwind. Mach mal an. Das ist aber geistisch. Dazu kommt Thunder, hier jetzt. Geil, oder? Mega nice. Und dazu kommt dann hier hinten, hier in der Hook, in die Hook rein, quasi nochmal, Thunder and Lightning. Kommt nämlich jetzt. Nice. Gut, dann mache ich mal den ganzen, ich mache mal die ganze Beatgruppe an einmal. Genau, also ich habe quasi den Beat ein bisschen unterstützt mit ja, atmosphärischen Geräuschen, so kann man das wohl sagen. So, woraus besteht der Beat nun? Als erstes natürlich das Hauptelement ist hier unser Synthi. Für den Synthi habe ich nicht so viel gemacht. Ich habe nur den Passack hier ganz bisschen besser reingeschoben. Ach, das ist Cut, nicht Boost. Ich wollte gerade sagen. Okay, erstmal Bässe rausgenommen. Mitten habe ich reingedreht. Ganz genau. Bass-Hack. Mach aus. Ohne. Mit. Ja. Subtil. Es ist eh so, die schlechte YouTube-Qualität habe ich jetzt bei den letzten Videos gemerkt. Diese ganzen subtilen Dinge, die ich hier mache, die hört man so gut wie gar nicht. Was da vielleicht ein bisschen interessanter ist, ist das hier. Das ist der Send für das Synthi-Delay. Hast du gehört, ne? Das Delay, das ist automatisiert, das kommt später mal rein. Dann haben wir hier unten natürlich, wie gesagt, Lightning, die ist das. Deep Piano gibt es ja auch nochmal, wir schauen mal, was das ist. Ah ja, da hört man das Delay auch deutlicher. Da haben wir nochmal Delay drauf, dann kommt hier oben natürlich die Drum Section. Ich gehe da mal hin. Ja, auf jeden Fall.
Was man hier sehen kann, ist, an einigen Stellen habe ich zum Beispiel, hier habe ich mal eine Bassdrum hinzugefügt. Hier hinten habe ich, glaube ich, mal eine weggenommen. Das mache ich meistens, wenn ich die Songs bekomme zum Mischen in einzelnen Spuren. Meistens arrangiere ich es noch mal ein bisschen um. Ansonsten, der Beat war vorher auch schon Bombe gemischt. Also Sam 4 liefert nur beste Sachen ab. Das heißt, da war eh nicht so viel für mich zu machen. Ich habe hier, glaube ich, was noch Interessantes ist vielleicht. Hier, was ist das? Ah ja, genau. Hier ist auch so eine Art Piano, würde ich es nennen. Und hier habe ich diesen Pan-Man drauf von Soundtoys. Der macht quasi langsam links und rechts, so kann man sagen. Ja, allerdings mache ich das immer, genau. Ich mache es nicht im Takt, sondern so ein bisschen Offset. Das klingt dann einfach etwas interessanter. Ansonsten kann man wahrscheinlich sich besser mal die Beat-Gruppe angucken. Die ist hier. Jo. Ja, also erstmal, wer meine Videos kennt, weiß, ich bin totaler Slate Digital Fan. Demnach ist hier natürlich das Mixrack drauf. Hier vorne erstmal mit einer Mischpult-Kanalsimulation. Dann hier mit so einem optischen Kompressor. Und hier hinten nochmal mit The Monster Drum Group Aggressive. Verschiedene Kompressoren, bisschen EQ, nothing special. Am Ende, das ist special, nochmal eine Mischpult-Emulation, warum auch immer. So, was ist hier noch? Ein super geiler Kompressor, ich liebe ihn. Ich mach mal aus. Und wieder an. Getriggert von der Kickdrum. Der macht ein bisschen Tiefe, ein bisschen Fülle. Dann kommt von dem Herrn Uhlenhorst, auch ein Mastering-Engineer, hier der De-Edger. Super geiles Teil. Was macht der? Der entschärft kritische Bereiche. So S-Laute zum Beispiel bei Vocals sind oft ein Problem. Und das gibt es halt auch in Beats und auf Synthes oft, dass irgendein Bereich harsh klingt. In dem Fall habe ich den hier auf 4 kHz eingestellt, mit einem mittleren Q, also nicht ganz breit, nicht ganz schmal und ziemlich drastisch, also setzt er das hier ein. Wir machen mal, guck mal, ob wir es hören können. Jetzt ohne. Und wieder mit. Ja. Subtil, wie gesagt, leider stoßen wir da an die Grenzen von dem, was YouTube möglich macht, wiederzugeben. Dann wieder den Trackspacer, dazu habe ich schon ein Video gemacht, habe ich auch schon oft erklärt in anderen Sessions. Ich mache mal kurz die Vocals dazu an, dass wir wissen, was der macht, der Trackspacer, oder das mal hören können. Wo ist es denn, wo ist es denn? Da, mit Vocals. Traum, reich mir eine Waffe und ich mach dein Game zum Albtraum. Ja, im Grunde kann man sagen, der drückt halt einfach in dem Frequenz, in dem eingestellten Frequenzbereich, getriggert durch die Vocals, den Beat ein bisschen weg und dadurch ist da mehr Platz für die Vocals. Dann als nächstes kommen hier noch mehr Effekte. Genau, ich habe hier noch Effekte drunter gelegt. Ich weiß selber gerade gar nicht genau warum und weshalb, was das ist. Wir hören mal rein. Ah, bam, 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 alle Jahre wieder, ganz genau. Das ist hier, ich mach mal an. Das sind irgendwelche Gunshots. Random Gunshots in der Hook. Ich mach mal alles an, dass man das im Kontext hört. Mit einem Schlag hatte ich, was ich immer wollte. Doch mich verfolge seit diesem Tag eine Gewitterwolke. Sicher folge, jeder will ein Stück von mir und meiner Zeit. Ob ich bereit bin, das noch herzugeben? Leider nein. Crackdown, ich hab keine Toleranz für Abschaum. Reich mir eine Waffe und ich mach dein Game zum Albtraum. Yeah. Übrigens geiler Song, ich feiere den wirklich hart ab. Jetzt geht's an die Sache, weswegen du wahrscheinlich eingeschaltet hast. Vocal Sound, wie habt ihr den so krass hingekriegt? Da sind jetzt auch ein paar Geheimnisse dabei, die du nicht an jeder Ecke lernst. Also, wir gehen mal durch. Wir beschäftigen uns erstmal mit dem Verse. Also, der Verse setzt sich aus diesen Spuren hier zusammen. Ich mach das mal etwas größer. Größer. So, etwas größer, dass wir es besser sehen können. Genau. So, also natürlich erstmal Main Verse, ist klar. Ich hab kein Interesse an eurem Rap oder Jahresumsatz. Reich sein wird erst attraktiv ab dem Level von Jakob Fugger. Blender. So, was habe ich da gemacht? Ich mache erstmal alle Effekte mal kurz aus hier auf der Spur.
Ich hab kein Interesse an eurem Rap oder Jahresumsatz. Reich sein wird erst attraktiv ab dem Level von Jakob Fuchs. Ja, ich denke, merkt man ganz gut. So, als erstes natürlich Mixrack. Wir nehmen ja mit dem Slate Virtual Mic System auf. Einen Link dazu gibt's hier unten auch. Wir haben da mit der Firma Mein Mic, The Matthew, haben wir da so eine Kooperation. Das ist ein Importeur aus Frankfurt, sitzt der, glaube ich, der die Mikrofone direkt importiert von Slate. Und wenn dich das interessiert, das ist wirklich ein geiles System, dann benutzt gerne unten den Affiliate-Link. Du bekommst da auch 5% Rabatt auf das Mic. Bei einem 1.200-Euro-Mikrofon macht das echt schon was aus. Und wir bekommen auch nochmal 5% ab. Ist für dich nicht teurer, aber wir haben was davon, damit wir diese Videos hier produzieren können. Würde mich sehr freuen, wenn du den Link benutzt. Genau, also erstmal Virtual Mic System haben wir benutzt. Danach kommt dann unser Q3. Ja, dazu kommt jetzt bald ein Video, warum ich diese Frequenzen ganz genau wie wo ziehe. Das erkläre ich bald nochmal. Dann kommt der Pro DS, ein DSer. Ich denke, ist auch nichts Besonderes. Danach kommt erst Dynamics. Das heißt, hier ein ganz langsamer Kompressor ist da drauf. Noch ein bisschen EQ, hier ein bisschen Höhen rein. Und jetzt kommt der erste Special-Trick. Max Bass. Was ist das? Das ist eigentlich gemacht, um zum Beispiel einen sehr tiefen Synthesizer, einen 808 Bass, hörbar zu machen, zum Beispiel auf dem Handy oder auf dem Laptop. Ich benutze hier total gerne dieses Pensaldo Preset. Hier unten ist das, Pensaldo Vocal. Der macht quasi von allem, was unter 250 Hertz ist, von dem Bereich hier, macht er quasi eine höhere Kopie. Und diese höhere Kopie kann man hier mit rein und raus drehen. Ich habe kein Interesse an eurem Rap oder Jahresumsatz. Reich sein wird erst attraktiv ab dem Level von Jakob Fugger. Das macht so ein bisschen Brust, ne? Tiefe Mitten, so würde ich sagen. Danach der Mark EQ. Ich liebe ihn für dieses Airband. Was anderes habe ich noch nie benutzt an dem Teil. Dann gehen wir jetzt mal in die Verse-Gruppe. Also bei mir ist es so, dass die ganzen Verse-Spuren, ich zeige dir noch einmal hier, das Routing. Also hier alles in Gelb. Das hier sind die Verse-Spuren. Und die Verse-Spuren landen dann hier unten in der Gruppe Verse. Hier ist dann auch nochmal Compression drauf. Hier so Compression, bisschen EQ, bisschen Mischpult-Emulation. Geil, das Preset. Vocal in your face. Hier ist noch ein DSer. Hier ist noch ein DSer. Dann kommt nochmal der Pro Q3. Ich habe eigentlich nur noch mehr Bässe reingedreht. Und am Ende kommt der Repeater. Das ist ja so ein Rap-Slapback. Ganz kurz ist da so ein 32. und ein 16. Dot punktiertes Delay. Ich habe kein Interesse an eurem Rap oder Jahresumsatz. Ich denke, das hat man ganz gut gehört. Also ich habe das hier so ein bisschen editiert, ne, ein paar Sachen eingestellt. Da musst du dich mal durchfummeln, aber das Preset alleine ist schon echt geil. Check das aus. Dann hören wir uns jetzt nochmal die anderen Spuren an. Also das war jetzt der Main Verse. Hier ist meine Top Secret Spur. Die zeige ich ganz zum Schluss. So, dann kommt zu dem Main Verse erstmal die beiden Backings dazu. Ich mach mal kurz an. Interesse an eurem Rap oder Jahresumsatz. Reich sein wird erst attraktiv ab dem Level von Jakob Fugger. Blender-Szene, genau. Doch ich rappe diese Part. Was versuche ich da? Ich versuche, das extra anders klingen zu lassen. Das heißt, in den meisten Fällen benutze ich... Entschuldigung. Oh, oh, er hat gehustet. In den meisten Fällen benutze ich dafür ein anderes Mic. In dem Fall habe ich auch noch ein Gate benutzt, weil ich ein bisschen zu lazy war, diese ganzen Schmatzer und so dazwischen wegzuschneiden hier. Ja, also ein anderes Mic, einen anderen Preamp, EQ, andere Settings, ein anderer Kompressor, Alter. Einfach so, weil es geiler ist. So, ich lasse mal kurz laufen. Nur die Backings. Jahresumsatz. Jakob Fugger. Rappe diese Part. Man hört auch recht viel Delays da drauf. Jetzt nochmal mit dem Main Verse zusammen. Reich sein wird erst attraktiv ab dem Level von Jakob Fugger. Blender-Szene, doch ich rappe diese Parts nicht für irgendwelche Schuhe. Nice, ne? Genau, dann haben wir hier wie meistens eine Gruppe für Adlibs und mehrere Adlib-Spuren. Hier haben wir die Adlibs tatsächlich überwiegend sogar zweimal aufgenommen, sehe ich gerade. So links-rechts Adlibs wahrscheinlich. Wir hören uns mal nur die Adlibs an. Da hat man schon gehört, ne? Da ist eine Menge Effekt drauf. Ich mach mal kurz auf. Genau, erstmal kommt hier Autotune. Einfach, weil wir es können. Und weil wir 2020 haben. Habe ich auf den Adlibs Autotune drauf. Yeah, yeah, yeah. Genau. Hört sich ganz cool an, finde ich. Mach nochmal ein paar mehr an. Jakob Fugger, ich mach mal alles an. Für irgendwelche Schuhe oder Ketten, die ich trage. Yeah. Ein schnelllebiges Jahr jagt in meinem Leben. Das nächste ist wirklich immer wieder. So, das war dann auch schon quasi der Verse. So, dann geht's jetzt in die Hook. So, was haben wir denn da? Also, wir haben erstmal verschiedene Hookspuren, ist klar. Ich denke links, rechts, Mitte erstmal. Ich mache mal die ganzen Hookspuren an.
Lockdown, ich hab keine Toleranz für Abschaum. Reich mir eine Waffe und ich mach dein Game zum Albtraum. Yeah, alle Jahre wieder. Genau, auch hier sieht man, dass wir das wieder versucht haben, mehrschichtig zu machen. Das heißt, es gibt erstmal drei Hauptspuren, Mitte, links, rechts. Dann gibt's diese Pitchspur da. Dann haben wir hier auch sowas wie Backings oder Endreime aufgenommen. Und hier unten sind dann noch so Adlib-Spuren, das Pow, 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 Pow hier. Das habe ich dann ja auch gedoppelt mit den Effekt-Sounds hier oben. Jetzt weiß ich es auch wieder. Ist bei mir schon wieder ein bisschen her, dass ich das gemischt habe. Ich mache mal kurz nur das und die Effekt-Sounds hier an. Pow, 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 Pow. Genau, habe ich so ein bisschen unterlegt. So, jetzt sieht man aber hier unten in der zweiten Hälfte der Hook, was ist denn da los? Da passiert ja noch einiges. Das wollen wir uns jetzt mal eben kurz anhören. Und zwar kommt da quasi nochmal eine extra Ebene hinzu. Und hier unten sind auch noch mehr Spuren für die Hook. Darkdown, ich habe keine Toleranz für Abschaum. Reich mir eine Waffe und ich mach dein Game zum Albtraum. Yeah, alle Jahre wieder mach ich... Das hier unten sind die Gesangshooks-Spuren, so habe ich das genannt. Da gibt es hier später auch nochmal einen Solo-Part zu. Hier haben wir die Hook dann, also hat Benny die Hook nochmal gesungen. So, und was ist das jetzt hier, Stereo? Darkdown. Noch mehr Spuren. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Spuren für die Hook. Und jetzt einmal Hook mit Beat. Ob ich bereit bin, das noch herzugeben? Leider nein. Darkdown, ich habe keine Toleranz für Abschaum. Reich mir eine Waffe und ich mach dein Game zum Albtraum. Yes, Sir! Das war dann auch schon die Hook. Den Verse haben wir, die Adlibs haben wir. Jetzt haben wir im Prinzip alles erklärt. Dann gibt's jetzt den Special-Trick, den ich versprochen hatte. Und zwar ist es dieser hier. Interesse an eurem Jahresumsatz. Reich sein wird erst attraktiv ab dem Level von Jakob Fugger. So, was ist das? Kannst du dir wahrscheinlich denken. Hier ist ein Pitch-Effekt drauf. Und zwar eine Oktave runter, minus 12. Guck mal, hier ist plus 12. Genau. Dazu gibt es dann ja auch noch diesen Format-Switch. Den stelle ich bei jedem Rapper immer unterschiedlich ein. Aber das, was das macht, ist quasi nochmal eine tiefere Oktave dazugeben und dadurch ballern die Vocals einfach mehr. Gerade bei so böserem Rap, würde ich es mal vorsichtig nennen, kommt das fett. Aber das kann man bei den meisten, kann man auch bei Sängern gut machen und so. Einfach nochmal Low Octave. Interesse an eurem Rap oder Jahresumsatz. Reich sein wird erst attraktiv ab dem Level von Jakob Fugger. Ja, nice. Damit muss man halt immer sehr aufpassen, ob der Pegel passt und so weiter. In dem Fall passt der Pegel, denke ich. Alright, guys. Dann lasse ich jetzt einfach nochmal ab Ende der Hook mal laufen und dann bis zum Ende. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Song. Wie gesagt, Punch Arroganz, Attitude Movement ist das Label. Der Song heißt Jakob Fugger. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Hören. Bis bald im Cube Trap Tonstudio. Mein Name ist Dennis Westermann. Chicka chicka fresh. Yeah, alle Jahre wieder mach ich alles platt und nieder. Ihr seid nicht mal mein Kaliber, also Darkdown. Ich hab keine Toleranz für Abschaum. Reich mir eine Waffe und ich mach dein Game zum Albtraum. Yeah, alle Jahre wieder mach ich alles platt und nieder. Ihr seid nicht mal mein Kaliber, also Darkdown Attitude, du bist ein Fan. Ich versink in der Menge, die man an den Groupies erkennt. Darkdown.